Herzlich willkommen auf meinem Mudikuli Channel. Ich bin's euer Laser und ja, heute ein Überraschungsunboxing. Und zwar, ich hol's mal kurz. Es ist. Ja, nicht, dass man hier irgendwie eine Adresse sieht oder so. Sauschwer. Riesig. Ne? Also wirklich riesig. Ne? Ich bin hin und weg. Ich habe die Kamera nämlich extra aufs hohe Stativ gestellt und ihr seht, der Karton passt gerade so rein. Ich öffne mal kurz und hole mal kurz den Zettel raus. Da kam nämlich ein Brief mit rein. Und zwar von dem lieben Michi aus Österreich. Ne? Und somit ist das, glaube ich, das erste österreichische Paket, was ich bekomme. Und es haut mich um. Ne? Ich habe tatsächlich ein Paket aus Österreich bekommen. Wahnsinn. Also aus Österreich, das ist Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. So, ich öffne das Paket mal vor der Cam. Zack. So, Michi, ich danke dir herzlich. Du hast geschrieben, du hast keinen YouTube-Kanal. Warte mal, YouTube-Kanal habe ich keinen. Nee, hast keinen YouTube-Kanal. Schade, ich dachte, ich kann irgendwas einblenden. Aber dafür blende ich deinen Namen hier oben mal in die Ecke ein und lass den da. Ansonsten bedanke ich mich herzlich für dein Paket und dass du teilnimmst am Recycling-Projekt. Ja, gleichzeitig hast du uns auch noch eine schöne Zeitung mit reingetan. Kinder trauen um ihr Vater. Okay, ist jetzt nicht gerade der passende Moment. Gucken wir mal hier. Autounfall auf der... Oh, okay, schon wieder ein unpassendes Thema. Was haben wir hier? Die Mediamarktwerbung. Ja, klar. Das unterstützen wir aber auch nicht. Und, tada, da geht es los. Ich habe selber noch nichts gesehen. Es ist, wie gesagt, mein erster Blick immer vor der Cam. Ne, wisst ihr ja, ich gucke nicht heimlich rein oder so. Ja, ich sehe hier schon eine Karo. Das sieht sehr gut aus. Den nehmen wir hier die Zeitung weg und... Oh mein Gott. Michi. Leute, ihr seid verrückt. Ich sehe hier ein Auto. Ich sehe hier Reifen. Und zwar sind das 1:10er Reifen. Und es sind neue Reifen. Leute, was habt ihr mit euren neuen Reifen? Wieso verschickt ihr neue Reifen? Ich verstehe das nicht. Hammer. Hammer. Die sehen ja richtig cool aus. Haben hier so ein richtig schönes Noppenprofil. Und gleichzeitig noch zu diesem Noppenprofil ist noch so ein Treckerprofil drin. Ich mache euch mal hier Licht. Da, noch extra so ein Treckerprofil drin. Richtig coole Reifen. Sind neu, niegelnagelneu. 3 Stück haben wir hier. Nee, 4. Da unten ist noch einer. Wahnsinn. 4 Stück. Ich hole die mal raus. Hammerhart, ey. Hammerhart. 4 nagelneue Reifen für ein 1:10er. Richtig cool, ey. Richtig cool. Hammerhart. Guckt euch diese hübschen Reifen an. Richtig krass. Super. Echt klasse. Mittlerweile haben wir wirklich gute Reifen. Wirklich sehr gute Reifen. Ihr seid nämlich wahnsinnig. Oh, hier ist so viel. Oh, ich fang mal hiermit an. Wow. Hier haben wir Aluteile in einer kleinen Box. Das ist ja super, wie du das verpackt hast. Wie gesagt, eure Verpackungskunst ist der Wahnsinn. Und das kommt aus Österreich, das Paket, ne? Wahnsinn. Ja, hier haben wir Aluteile, Leute. Wahnsinn. Hier sind Aluteile drin für ein 1:10er Auto, so wie es aussieht. Und die sind ja blau elixiliert. Radachsen. Mitnehmer. Hier ist, ey, Wahnsinn. Was sind das? Was sind das alles für Aluteile? Das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das an, was da alles drin ist. Hier die Aufnahmen, ne, die teilweise echt einen Tip-Top-Zustand haben. Ne. Die sehen ja fast aus wie neu. Ne. Teilweise leichte Kratzer, aber das ist ja egal. Ne. Mir wäre es lieber gewesen, wenn die total zerkratzt. Ey. Mann, super. Klasse, ey. Wir machen weiter. Und ich sehe hier Benzinschlauch. Sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Das sieht mir aus wie Benzinschlauch für einen 1:10er, weil der Durchmesser ziemlich klein ist. Ich könnte mich aber auch irren und das ist für was anderes. Aber ich lasse mich mal überraschen. Ich packe den erstmal zur Seite. Sehr gut. Dann sehe ich hier, okay, 2 Elektromotoren. Das ist ja cool. Und zwar, ich hole die mal raus. Zack, da haben wir hier, ja, die kleben natürlich zusammen. Wow,
Das sieht mir aus wie so ein etwas hochwertiger Motor. Es gibt ja einmal diese Tamiya, diese dicken, fetten Standarddinger. Und dann gibt es einmal diese Tunings-Motoren, die extra hier an den Seiten diese Kohlefaserstifte haben. Ne? Die sehen dann ein bisschen besser aus und laufen meistens auch viel, viel, viel besser. Ne? Ich hatte ja mal den Speed Machine. Und ja, und hier haben wir noch einen davon. Der ist hier drin. Ne? Hol den mal raus, vorsichtig. Und zwar ist das der Raven. Der Raven, oh nein, der Name. Ja, die laufen beide noch. Wie man sieht, laufen die ohne Probleme. Und zwar Pack Raven. Hier, der Raven, Alter, kennt ihr noch diesen komischen Magier? Der hat sich da auch Raven genannt mit seiner Krähe da. Ja, sehr gut. Ist auch ein Tuningsmotor, so wie es aussieht. Hat nämlich auch diese Vorrichtung wie bei meinen Speed Machine. Und ja, anhand der Drehung spüre ich, die Motoren laufen noch tipptopp. Ja, also richtig geil. Ich packe die mal wieder ein. Und ich habe österreichischen Schmutz. Yeah! Also wie gesagt, Leute, ihr braucht die Sachen auch nicht sauber machen oder so. Ich habe damit kein Problem. Ne? Dann mache ich das halt eben für die Zusammenbau oder so. Also ich habe damit echt kein Problem. Ich finde schon cool, dass ihr Sachen schickt. Ne? Also wie gesagt, Hammer. Super. Packe ich mal zur Seite. Okay, ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt, aber es muss ja jetzt so sein. Ich hole mal die Karre raus, die ein bisschen gebogen ist, aber ist schon in Ordnung, ist ja Lexan. Und zwar haben wir hier eine schöne Nissan Karo drinne, die wirklich. Oh, was? Was? Seht ihr das? Da ist ein Lichtset mit dran. Wahnsinn. Wolltest du das so? Oh, die sieht schön aus. Die sieht wirklich schön aus. Sie hat hier zwar leichte Risse und wurde schon repariert, aber das ist absolut in Ordnung, ne? Trotzdem ist das eine schöne Karo und sieht absolut noch in Ordnung aus, ne? Und werden wir auch so verbauen, ne? Hat sogar ein Lichtset. Hallo? Von Taimia sogar. Hallo? Cool. Richtig geil. Finde ich super. Danke. Machen wir weiter. Und oh mein Gott. Ja. Leute, ich bin sprachlos, ne? Du hast hier tatsächlich ein. Ich weiß gerade nicht, welches Modell, aber es sieht so aus wie meiner. Es sieht wirklich so aus wie meiner, den ich auch habe. Moment. Doch, der sieht genauso aus wie meiner. Ich glaube, das ist ein TT01. Ne? 4WD hat die gleiche Welle wie ich auch. Ist ja Hammer. Ist ja Hammer. Du hast tatsächlich ein komplettes Auto geschickt. Mit Motor, mit Fahrtenregler, mit Empfänger. Oder? Das ist doch ein Empfänger, ne? Wahnsinn, du hast einen Empfänger mit da reingetan. Krass. Hammer. Das ist ja schon komplett, Leute. Was soll ich denn da noch tun? Ich mache hier Radmitnehmer drauf. Nee, ey, das sieht ja super aus. Und es funktioniert auch alles. Also es ist nicht kaputt oder so. Ich drehe das mal. Das ist wirklich noch tipptopp in Ordnung. Wahnsinn. Absolut heil. Sieht aus wie das TT01 oder TT02, was ich habe. Und wie wir sehen, funktioniert einwandfrei. Ihr seid verrückt, Leute. Wahnsinn. Was schickt ihr? Das ist ja der Wahnsinn. Also, Michi, das ist der Hammer. Ich bin gerade hin und weg. Ohne Witz. Ja, kommt auch zur Seite. Wow. Was ist denn hier alles drin? Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Danke sehr. Bremsenreiniger ist immer gut. Jetzt habe ich endlich mal Bremsenreiniger aus Österreich. Made in Germany. Reinigung entfernt, kraftvoll. Ja, das ist Bremsenreiniger. Hat er raufgeschrieben, ist da eins. Danke. Darüber freue ich mich natürlich. Wow, ist hier viel drin, ey. Ist ja krass. Ja, super. Danke dafür. Da freue ich mich natürlich besonders, weil das Video kommt jetzt. Entweder kommt das hier vor oder danach. Ich weiß nicht, weil ich habe es noch nicht online gestellt. Aber ich war ja mit meinem Roller draußen und wie du hörst, mein Bremsenreiniger ist alle. Und da kommt mir der hier richtig recht. Ey, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der ist alle. Und ja, das freut mich natürlich richtig. Super, danke sehr dafür. Wir machen weiter. Hammerhart. Wow. Okay, das ist krass. Das ist ein Face Safe von Ansmann, 100% wasserdicht. Und zwar kann man sich den,
Das finde ich ja hart, dass du den weggibst, weil das kann man ja immer wieder gebrauchen. Der ist komplett wasserdicht. Wir sehen, der ist so eingelassen in so ein, ja, in so ein Kunstharz, ne? Und das ist ein Face-Safe, wenn der unterbrochen wird von der Batterie zum, ja, wenn die Reichweite abbricht, etc., ne? Dann schaltet sich hier der Face-Safe ein und schützt euer Auto, ne? Viele Fernbedienungssysteme haben das schon integriert, aber ist natürlich eine geile Sache, ne? Und finde ich cool, ne? Richtig stark, dass du den einfach so mitgibst, ne? Finde ich richtig. Ja, mir fehlen schon wieder. Also ich dachte, es geht gar nicht mehr nach den ganzen anderen Paketen, aber mir fehlt schon wieder die Sprache, ne? Und ich bin hin und weg, ne? Wahnsinn. Es hört auch nicht auf, es geht weiter, Leute. Ja, ihr habt richtig, es geht weiter. Es ist der Wahnsinn. Hier haben wir tatsächlich. Das ist cool, das habe ich schon mal gesehen. Das ist richtig cool, das habe ich schon mal gesehen. Das ist, um eine externe Batterie anzuschließen. Ne? Können wir hier anklipsen. Und dann haben wir hier so einen Kerzenstecker. Das finde ich eine richtig coole Idee, hatte ich noch nie. Ne? Wobei ich so viel mit Verbrennern mache. Ich habe es aber öfter bei anderen Leuten gesehen. Und ja, der ist richtig cool, weil man kann den nämlich hier hinten auch abschrauben. So. Und dann kann man das hier nämlich austauschen. Ne? Das ist also gar nicht so ein schlechter Glühkerzenstecker. Das ist eigentlich ein richtig guter. Ne? Ja, coole Sache. Richtig geil. Hier war aber noch was drin. Und zwar haben wir hier noch einen Auspuff. Aha. Was ist das denn? Der sieht ja witzig aus. Der sieht ja echt witzig aus. Für einen 1,10er mit Seitenauslass ist ja witzig, weil wir haben ja einen und den passenden Auspuff haben wir jetzt auch. Hier kommt der Schlauch dran. Ist aus, na, sagt schnell. Ja, ist nur lackiert worden. Dann haben wir hier noch, ach so, einen Krümmer. Und zwar auch für einen Seitenauslasser. Das heißt, es gibt ja auch 1 zu 10er, die mit einem Reso betrieben werden können. Und hier haben wir so ein Verbindungsstück dafür. Wir sehen, die Größe ist genau gleich. Das heißt, das hier kommt entweder an den Motor, dann kann man ein großes Reso ranmachen oder man macht diesen kleinen hier dran. Ne? Richtig geil. Und zu guter Letzt noch eine Vollglocke. Und zwar eine Glocke, die habe ich so auch noch nie gesehen. Ne? Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn das für eine Glocke? Mit Kugellager, also da kommt ein Kugellager rein. Ne? Dann kommt wohl hier vorne ein Kugellager mit rein. Und das ist, scheint mir eine verlängerte Glocke zu sein. Habe ich noch nie gesehen. Sehe ich zum ersten Mal. Sieht cool aus. Ne? Vielleicht können wir die verbauen. Die Sachen hier mit dem Resus, die werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Ne? Sehr gut, wirklich. Tipptopp. Ich bin begeistert. Ein schönes kleines RC-Tütchen. Und richtig coole Sachen. Ne? Hammerhart. So, ich packe die Sachen mal wieder rein. So, vorsichtig. Und dann kommt das schöne Tütchen mal zur Seite. Wow, es geht weiter. Immer noch. Ja, ihr glaubt es nicht, aber es geht echt immer noch weiter. Hier haben wir tatsächlich Federn drin. Und zwar sehen die richtig cool aus. Und zwar sind das Federn, die sehen fast neu aus. Ne? Also Leute, bitte. Wahnsinn. Was ihr hier schickt, ist Wahnsinn. Ja, boah, sind die geil. Die sind ja hammerhart weich. Das hört sich hier cool an. Und hier oben haben wir so eine Art Behälter. Das heißt, hier haben wir Öl drin, Dämpferöl. Und in diesem Behälter, das ist so eine Art Ausgleichsbehälter. Ne? Falls zu viel oder zu wenig ist, etc., glaube ich mal. Boah, sind die weich, ey. Fühlt sich hier abgefahren an. Könnt ihr den ganzen Tag machen. Richtig cool. Mit etwas härteren Federn, würde ich mal behaupten. Ich weiß es nicht. Aber kann auch sein, dass die anderen Federn defekt gegangen sind. Ja, oh, die sind richtig weich. Ich könnte mir vorstellen, dass die für einen Crawler oder so sind. Oder für einen 1 zu 10er Monster Truck, aber dafür sind sie zu weich. Ja. Und das hier könnten härtere Federn sein. Richtig cool. Richtig schöne Dämpfer. Mal gucken, wo wir die verbauen und wo die zum Einsatz kommen. Bin ich mal gespannt, ne? Richtig hart, richtig cool, ne? Packe ich auch mal zur Seite. Schöne Sache, wirklich auf jeden Fall. Ein Antennenröhrchen. Bin ich immer wieder erfreut drüber. Ne? Mittlerweile habe ich, glaube ich, schon 20, 30 Stück. Aber man kann von den Dingern nicht zu wenig haben. Ne? Richtig cool. Ja, Leute, ich sehe es hier schon.
durchschimmern, aber ich werde hier zuerst mal das nehmen. süß, wie hier das Forst durchgestreichen wird. Damit wird wohl gesagt, kein Forst drinne. Aber ist okay. Wir gucken mal rein. Wow. Wow, jetzt bin ich gerade. Also die Durchstreichung ist total berechtigt, ne? Das hier sieht nämlich richtig Hammer aus. Super geil gepolstert mit einem Schwamm. Die müssen wir uns natürlich angucken. Schön geschützt, schön eingepackt. Aha. Der sieht ja cool aus. Ein Go? Ist das ein Go? Das ist ein Go, Leute. Das ist ein Go-Motor. Der sieht ja Hammer aus. Mit Schiebgasregler. Ne? In einer selbstgebauten Vergaserkonstruktion, aber ist ja in Ordnung, solange der Vergaser hält. Und, ich zieh mal. Ja, ist keine Glühkerze drin. Aber hört sich sehr gut an. Richtig geil. Schön. Sieht richtig schön aus. Wow. Ups, jetzt habe ich hier. Das ist für Schwungrad. Ne? Falls viele sich wundern, wofür das Teil hier ist. Das ist dafür da. Es gibt ja, ihr kennt das ja, mit einem Kauen. Und dann kommt das Schwungrad dran. Aber die Kleinmotoren brauchen hier sowas. Und zwar ist das hier, glaube ich, die SG-Welle. Na, nicht, dass ich mich jetzt vertue. Oder GS-Welle. Und die ist schraubbar. Wie ihr seht, ist hier ein Schraubgewinde drauf. Das heißt, hier kommt das Schwungrad drauf. Und dann wird hier oben eine dicke Mutter drauf geschraubt. Und an der Mutter selber ist die Befestigung für die Glocke. Na? Schöne Motoren. Sieht richtig schön aus. Danke. Wir gucken mal weiter. Hier ist nämlich noch einer drin, und zwar ein Timer. Oh, vorsichtig. Ein Timer, der sieht ja exotisch aus. Der sieht ja richtig exotisch aus. Habe ich ja noch nie gesehen. Made in Japan. Ne? Das ist tatsächlich ein Timer-Motor. Guckt euch das an. Wahnsinn. Mit Nummer. Heftig. Er ist ein Schieber. Auch ganz krasse. Also ein ganz krasser Vergaser, habe ich noch nie gesehen. Sieht richtig heftig aus. Ist ein kleiner. Ich würde mal sagen, kommt an den ran. Aber ich würde sagen, der hier ist ein bisschen kleiner. Steht leider keine Größe drauf. Aber ich denke mal, dass das hier ein 12er, 14er oder 13er ist. Und, jetzt ziehen wir. Auch noch absolut in Ordnung. Ist natürlich auch keine Glühkerze drin, hört sich aber sehr gut an. Ne? Läuft auch schön, ne? Ist nichts ausgeschlagen oder so. Richtig geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Michi, du kannst ja mal schreiben, was das für einer ist. Welche Größe. Der ist der Hammer. Richtig schön. Also über Motoren bin ich immer platt, ne? Wenn mir Motoren geschickt werden. Ich packe die mal wieder hier ordentlich ein, damit er hier nicht zerkratzt wird. So. Bisschen anders, als du mir den reingepackt hast, aber... Wir wollen die auch schützen, so von die Vergaseröffnung. Und ja, über Motoren bin ich einfach nur baff, wenn ihr die schickt, weil, ey, Motoren, ne, Wahnsinn. Aber das hier finde ich gut. Forst durchgestrichen. So, machen wir weiter. Ja, ihr habt gehört, dieses Riesenpaket aus Österreich ist immer noch nicht fertig. Okay, hier ist was eingepackt. Ich dachte gerade, das wäre Packungsmaterial. Aber wir gucken mal rein. Ich spüre schon, ich habe es auch gerade gehört, es sind tatsächlich Resus drin. Ne? Und zwar ein Really. Der sieht genauso aus wie der Krümmer. Und zwar in einem wirklich sehr guten Zustand, wenn nicht sogar neu. Ja, der ist, ich würde fast sagen, der ist sogar neu. Und zwar gehört da der Krümmer, der kleine, den wir gerade hatten. Hier gehört der Krümmer dazu. Würde ich jetzt behaupten, ne? Und ja, das ist so eine Art Reso für die Kleinmotoren als Tuning. Wir sehen hier den Reso. Der kommt direkt dran. Und dann gibt es diese hier noch. Und der sieht richtig gut aus. Ne? Der sieht neu aus. Von Really. Richtig gut. Und hier haben wir einen Ansmann Reso, würde ich behaupten. Weil ich kenne die. Und der sieht auch wirklich sehr gut aus. Top. Ne? Wirklich top. Auch schön, dass die Mahnschrauben hier drin sind. Ne? Weil die... Vergisst man ja oft. Richtig gut. Ich werde den wieder einpacken. Und zwar so, dass sie nicht zerkratzen. Auch sehr gut eingepackt.
Schön, dass das hier nicht zerkratzt. Top, wirklich. Hammerhart. Ne? Und es geht immer noch weiter. Ich bin völlig hin und weg. Und zwar haben wir hier eine GT2 von Modellkraft. Ja, super. Ist jetzt schon die zweite, die aus dem Bunde. Der Stefan hat ja eine auch geschickt. Und am liebsten will ich echt mal testen. Ne? Hier steht noch was drauf. Und ja, eine schöne GT2-Funke. Ne? Hammerhart. Und ja, wir haben ja schon mehrere Empfänger. Ne? Und damit lässt sich hier die bestimmt binden. Richtig cool. Eine GT2-Funke. Hammerhart. Und ja, Leute, es hört immer noch nicht auf. Ich hole mal hier vorsichtig das ganze Papier. Ah, okay. Hier haben wir sogar noch den passenden Empfänger dazu, zu der GT2. Wir haben hier die beiden Luftfilter für die beiden kleinen Motoren. Und hier ist nochmal tatsächlich ein Face-Safe drin. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Face-Safe-Systeme. Ne? Zwei Face-Safe-Systeme, zwei Luftfilter für die kleinen Motoren. Der sieht ja cool aus. Der hat so einen Charme aus den alten Jahren. Ne? Richtig cool. Papierfilter übrigens. Ne? Und ja, hier haben wir noch den Empfänger von der GT2. Hammer. Hammerhart. Ich bin echt hin und weg gerade. Und hier ist noch ein Paket für mich, wo er draufgeschrieben hat, deins. Das ist für mich. Ich muss das mal alles kurz so packen, weil ich muss das ja gleich wieder alles einpacken. Ne? Das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Ich hole mal kurz mein Messer. Nach stundenlangen Versuchen und Experimentieren haben wir es geschafft. So, das hier ist für mich. Sagte ich, glaube ich, eben schon mal. Und ja, schön abgedeckt noch. Spannung wird aufgebaut. Was ist hier drin? Ne? Ich lusche mal kurz. Sehr gut. Finde ich ja cool. Ja, natürlich abgedeckt. Das ist Laminat, so wie es aussieht. Und darunter befindet sich... Lötzinn. Okay, da will mir jemand was Gutes tun und hat mir Lötzinn reingetan. Und ja, du wirst lachen. Das ist, ich finde das eigentlich sehr gut, ne? Auch von der Stärke her. Das, ich habe das ja auch, nur nicht mehr so viel. Richtig cool, danke. Dann haben wir eine kleine Spritze. Kann man immer gebrauchen, um Benzin in den Vergaser zu drücken, etc. Dann haben wir zwei kleine Schraubendreher. Die sind ganz praktisch, weil die perfekt in den Vergaser reinpassen. Und zwar in die Motorenöffnung vorne. Na, Kamera. Mach hier nicht schlapp. Ne? Dann geht's weiter. Dann haben wir hier eine kleine Bitpackung. Die kenne ich sogar vom Aussehen her. Und zwar sind da, wow, krass, richtig schöne Bits drin. Sehr schön. Und hier, die Bits hier sind besonders gut. Diese. Weil damit kriegt man nämlich Spezialgeräte auf. Ne? Klasse. Oder hier, die hier auch. Das sind Spezialbits. Damit bekommt man bestimmte Geräte und Konsolen auf. Die haben nämlich diesen Stift noch in der Mitte. Richtig cool. Darüber freue ich mich natürlich auch. Danke. Dann haben wir hier Kontaktlötpaste. Das ist, damit das Lötzinn... damit das Lötzinn sich verbindet mit dem Draht, ne? Ist halt so ein Übertrager. Cool. Ist auch noch richtig viel drin. Wahnsinn. Dann haben wir hier Schläuche drin. Schwarze. Die würden sogar zu einem 1,8er passen. Ne? Auch richtig cool. Danke. Und tatsächlich ein Uhu Plus. Was ist das? Zwei Komponenten. Acrylkleber. Schleifbar. Für ABS, Polyester, Metall, Stein, Keramik, Holz und Glas. Mit Mischwanne und Spachtel. Das ist ja cool. Das ist so ein 2K-Spachtelkleber oder 2K-Kleber. Mit einer kleinen Wanne drin, den Kleber und hier dieses Zeug, was das aushärten lässt. Ja, cool. Hatte ich schon mal für den Roller benutzt. Ist richtig gut. Ne? Also diese 2K-Sachen sind richtig Hammer. Und klasse. Ne? Danke dafür, da freue ich mich richtig drüber. Und zu guter Letzt ist da auch noch ein Imbus-Set für mich drin. Ne? Und zwar nicht irgendein Imbus-Set, sondern für Torx, ne, haben wir hier ein Imbus-Set drin. Und ihr werdet lachen. Viele werden sich jetzt fragen, wofür. Das wird oft im Kfz-Mechanikerbereich gebraucht. Ne?
weil wir da Torx-Schrauben haben. Und das ist echt kein Witz. In vielen Autos etc. haben wir Torx-Schrauben drin. Ne? Und da sind diese Imbus-Sets sehr gern gesehen. Ne? Danke dafür. Richtig cool. Stark. Ne? Sieht richtig, ja, sieht richtig super aus. Ich packe das trotzdem wieder alles in die Kiste. Ne? Und packe das alles wieder ein, weil am Ende wird alles nochmal wieder zusammenkommen. Cool, über das kleine Päckchen freue ich mich richtig. Tierisch, danke dafür. Ich packe mal alles wieder ein. Und auch super verpackt. Also wirklich aus Österreich super. Also Daumen hoch, ne? Für Michi. Klasse verpackt. Könnt ihr das vielleicht auch... Nee, das ist... Ist das vielleicht Auspuffdichtung? Du? Weil von der Größe her... Moment. Von der Größe her schaut mir das nämlich genauso aus. Das ist eine Auspuffdichtung, ne? Oder? Kann man daraus die Auspuffdichtung machen? Weil es fühlt sich echt so an. Das musst du unbedingt nochmal schreiben. Oder Leute, die das vielleicht kennen. Es kommt mir so vor, als könnte man hier wirklich seine Auspuffdichtung selber draus schnalzen. Ne? Das wäre ja richtig cool. Das wäre richtig cool, weil die sind nämlich sauteuer. Ne? Ja, danke für das Paket und danke für die Bremsenreiniger. Darüber freue ich mich tierisch. So, ich werde nochmal alles zeigen. Ja, Leute, hier haben wir das, die Paketübersicht. Meine Sachen passen leider nicht mehr aufs Bild. Ich muss mal gucken, ich packe die mal kurz hier an die Seite. Und die Motoren packe ich mal hier hin. Ihr seht, das ist ein Paket, das passt gar nicht auf dieses Kamerabild. Das ist der Wahnsinn, ne? Also dieses Paket ist wieder mal der Wahnsinn, ne? Ich bin hin und weg von diesem Paket, das ist echt krass, ne? Wirklich, also oberkrass, ne? Dass du die ganzen Sachen verschenkst, finde ich schon wieder richtig heftig, ne? Ein TT01, ne? Oder 02, ich weiß ja nicht, welches Modell das ist. Mit einer richtig coolen Karo, die auch hier rauf passt, glaube ich. Ich lasse die mal so, dann haben wir ein bisschen Platz hier. Mit einer schönen Karo, die hier drauf passt. Dann die Resos, ne? In einem richtig guten Zustand. Das Really sieht sogar nagelneu aus. Eine GT2 Funke mit Empfänger, Luftfilter, zwei Face Saves, ne? Benzinschlauch, wollte ich gerade sagen. Nitro-Schlauch. Nagelneue Reifen, ne? Wirklich niegelnagelneue Reifen. Aluteile. Vom Feinsten, ne? Wirklich vom Feinsten. Stoßdämpfer. Ich weiß, ich wüsste nicht, zu welchem Modell, aber zu dem TT01 ist es nicht. Wenn jemand weiß, zu welchem Modell das ist, dann müsst ihr mir das mal unten bitte in die Kommentare schreiben, damit ich Bescheid weiß. Ich halte das mal kurz hier so hin. So, ich hoffe, dass man das sehen kann. Weil ich weiß gerade nicht, für welches Modell das sein soll. Das müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten Stoßdämpfer, Motoren, das Paket für mich, der Bremsenreiniger und die geilen Nitro-Motoren, ne? Die kleinen süßen, die ja richtig geil sind, die sind einfach super. Ne? Ja, ein Hammer-Paket von Michi, wirklich geil, ein richtig geiles Paket aus Österreich, hat mich richtig tierisch gefreut. Und trägt einen Riesenschritt mit zum Recycling-Projekt. Aber Leute, ihr werdet lachen, das ist noch nicht das letzte Paket. Es kommen noch welche. Bitte habt ein bisschen Geduld, weil ich habe auch nicht so viel Zeit. Ne? Es kommen noch weitere Unboxings. Keine Angst, ihr kommt alle noch dran. Und ja, Hammer. Ne? Wirklich Hammer. Hat mich umgehauen. Ne? Was ein Paket. Wahnsinn. Wahnsinn. Michi, danke. Richtig cool von dir. Kriegst von mir 2 Daumen nach oben. Hammerhart. Ja, das war's mit dem Überraschungs-Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder ein richtig geiles Paket. Ich werde das jetzt alles schön wieder einpacken. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Laser. Tschüss.